Hallo und willkommen zu Küche mit Aussicht. Heute kochen wir eins meiner Lieblingsrezepte. Das heißt Chicken à la Monty Python und das stammt ursprünglich vom Bioleck. Das Rezept habe ich jetzt seit knapp 20 Jahren im Repertoire und das hat sich natürlich auch sehr geändert im Laufe der Jahre. Ich zeige euch, wie ich es jetzt zubereite und erkläre euch zwischendurch auch, wie man ganz einfach eine vegetarische Variante davon macht. Heute allerdings machen wir das Ganze mit Hühnchen. Das, was wir brauchen, ist Hühnchenfilets. Also drei doppelte Hühnchenbrustfilets, das ist im Originalrezept. Dann brauchen wir etwas Butter, Creme fraiche, etwas Olivenöl, Mango-Chutney, irgendein Mango. Es gibt scharf, es gibt mild, es gibt sehr süß, am besten so ein Mehl, so ein Mittelding, ja, so nehme ich auch immer, das heißt jetzt in dem Fall Original. Dann kommt es zu den Gewürzen und da wird es ein bisschen komplizierter, denn also das, was man auf jeden Fall braucht, ist ein gutes Curry. Dann braucht man ganz normalen mittelscharfen oder so Paprika. Dann braucht man Cayennepfeffer und Ingwer. Und eine Sache, an die ich am Anfang die ersten Jahre nicht drangekommen bin, bis ich dann rausbekam, wo ich es herbekomme, und zwar Galgant. Das gibt es in Deutschland nur in guten Bioläden. So sieht das aus. In Norwegen habe ich das jetzt in einem so Asialaden frisch bekommen sogar. Und habe gelernt, so sieht das frisch aus. Gehört zur Familie Ingwer. Ist ein sehr fruchtiger, schöner Ingwergeschmack und ist, also finde ich, verfeinert das Essen sehr. Und ich koche mittlerweile gar nicht mehr mit dem trockenen Ingwer und Galgant, sondern mit frischem Ingwer und frischem Galgant. Dadurch wird das Essen natürlich nochmal, wird das Indische ein bisschen intensiver. Dann brauchen wir Knoblauch und Zitrone und Zwiebeln noch dazu. Und Hühnerbrühe. Beziehungsweise Gemüsebrühe für die vegetarische Variante. Statt Hühnchen nehme ich gerne für Vegetarier schlicht und einfach Blumenkohl. Ja, sonst, also wenn ihr vegetarisch kochen wollt, nehmt immer da, wo ich Hühnchen nehme, einfach Blumenkohl. Das geht wunderbar. Und ich mache es mir mit der Hühnerbrühe auch sehr einfach, indem ich schlicht und einfach Brühwürfel nehme und nicht jetzt selbst zubereitete Hühnerbrühe. Als Beilage bietet sich Basmati-Reis natürlich an. Das koche ich heute auch dazu. Und was wir noch brauchen, ist etwas Mehl, etwas Zucker, etwas Salz. Ich glaube, das war es erstmal. Gut, wir beginnen, indem wir das Fleisch, die Hühnerbrust in Streifen schneiden. Und zwar schaut ihr, dass wenn die Hühnerbrüste so weiße Sehnen haben, die schneiden wir vorher weg. Ja, da freut sich der Hund meist auch, weil so ein bisschen Sehne schadet ihm auch nicht. Man soll Hunden ja nicht viel rohes Hühnerfleisch geben, aber so ein bisschen Sehne schadet sicher nicht. Unserem zumindest nicht. Wenn wir mit dem Fleisch fertig sind, machen wir die Zwiebeln. Zwei Stück. Einfach klein würfeln. Schön fein. Ich zeig's euch. So, das sind die Zwiebeln, fein gehackt.
Jetzt nehme ich wieder so einen chinesischen Knoblauch und schneide den klitzeklitzeklein. Wenn ihr normale Knoblauchzehen habt, nehmt einfach zwei Stück. Als nächsten Schritt setzen wir den Reis auf. Und da gibt es eine ganz einfache Faustregel. Und zwar ist das Wasser zu Reis 2 zu 1. Also zwei Teile Wasser, ein Teil Reis. Und das mache ich jetzt mit einem ganz normalen Becher. Also zwei Becher Wasser. Salzen und wenn das Wasser kocht, mache ich einen Becher Reis da rein und schraub runter auf Mini oder mach fast aus und lass einmal aufkochen, dann das aus. Und wenn dann das Wasser weg ist, ist der Reis gar. Ganz einfach. Jetzt mache ich die schnelle Hühnerbrühe, indem ich einen Brühwürfel mit kochendem Wasser übergieße, und zwar für einen halben Liter. Bis ich sie nachher brauche, kann sie sich in Ruhe auflösen. Jetzt braten wir die Zwiebeln und den Knoblauch an. In Butter. In der die Zwiebeln vor sich hin garen, bereiten wir schon mal das Mehl vor für das Fleisch. Wir nehmen zwei große Esslöffel Mehl in einen tiefen Teller. Einen großen Esslöffel Curry. Einen halben Teelöffel Cayennepfeffer oder wenn ihr es scharf mögt, ruhig mehr. Einen Teelöffel Paprika. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ihr Galgant gemahlen habt, dann nehmt ihr jetzt auch einen Teelöffel Galgant und einen Teelöffel Ingwer. Ich mache das Ganze jetzt frisch rein. Thank you.
Zwiebeln sind gut. Jetzt nehme ich sie raus, damit sie mir nicht verbrennen und ich weitermachen kann mit dem Fleisch bzw. dem Blumenkohl. Also wenn ihr Butterschmalz, wenn ihr an Butterschmalz kommt oder Ghee, das indische Butterschmalz, geklärte Butter, dann ist das perfekt zum Anbraten. Das habe ich hier noch nicht gefunden, darum mache ich mir eine Mischung aus Butter und Olivenöl. Hier ist das Mehl. Wenn man nur trockene Gewürze hat, lässt sich das natürlich noch schöner vermischen. Ich schmecke das dann mit den frischen Ingwer und Galgant später nochmal ab, wenn alles fertig ist. Also, das wird jetzt Hähnchen wird jetzt, oder Blumenkohl, ja, die Röschen würden etwas angefeuchtet und dann in dem Mehl gewälzt, bis es von allen Seiten gut bedeckt ist. Dann abgeklopft und in die Pfanne gelegt. Und das wiederholt ihr in relativ kleinen Portionen und macht nicht alles auf einmal. Wenn das von allen Seiten angebraten ist, auch rausnehmen, zu den Zwiebeln tun. Durchgaren machen wir später. Zwischendurch müsst ihr darauf achten, dass es nicht alles nicht anbrennt, denn das Mehl kann natürlich sehr anbrennen und immer mal wieder ein bisschen Butter oder Butterschmalz nachgeben. Wenn ihr alles angebraten habt, macht ihr alles, was ihr vorher rausgemacht habt, wieder zurück. Oh, sieht das schön aus. Und jetzt kommt Mango-Chutney dazu. Im alten Originalrezept stehen 2 Esslöffel, aber das ist lächerlich. Ich brauche fast so ein Dreiviertel-Ding jedes Mal. Das ist so lecker. Aber probiert euch durch. Gut. Kurz durchrühren und dann als nächstes mit der Hälfte der Hühnerbrühe ablöschen.
wir das Ganze runterdrehen und einfach ein paar Minuten köcheln lassen. Dann fügen wir Creme Fraiche hinzu. Im Originalrezept sind das 150 Gramm, das heißt in Deutschland eine Verpackung sozusagen. Die Norweger sind da ein bisschen großzügiger in ihren Größen, darum nehme ich eine halbe. Und das wird auch langsam verrührt, vorsichtig. Und wir fügen die restliche Hühnerbrühe noch hinzu. Und lassen das Ganze noch ein paar Minuten köcheln. Abgeschmeckt wird das Ganze jetzt mit Zitronensaft. Zwar nehmen wir eine halbe Zitrone. Machen ein bisschen Saft drauf. Und machen so circa einen halben Teelöffel Zucker noch dazu. Und natürlich könnt ihr jetzt auch noch nachjustieren, was die Gewürze angeht. Und mehr Ingwer oder Curry oder was auch immer ranmachen, so bis es euch schmeckt. Der Reis ist jetzt fertig, wie ihr seht. Das Wasser ist weg. Und der ist gar und zart und wunderbar. Und jetzt können wir auch schon servieren. Appetit.